Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Resident Evil Village. Drei Grafen haben wir schon erledigt. Jetzt fehlt. Du möchtest etwas kaufen? Jetzt fehlt uns noch der letzte Graf. Mal gucken, was hier noch so gibt. Wir brauchen auf jeden Fall noch den Heisenberg. Und den holen wir jetzt. Ich wollte mal gucken, ob ich noch irgendwas habe. Ich habe ja ein bisschen Kohle habe ich, ja? Was sind das? Das können wir auch mal herstellen. Zack. Was gibt's noch hier? Ich als Heiler jetzt mal mit. Zu hungern heißt zu leben. Die Feuerrate haben wir hochgesetzt. Haben wir die Waffe dabei? Wahrscheinlich, ne? Was macht unsere Schrotflinte? Macht 800, okay. Und das Ding macht 840. Die Wolfsbane, die macht richtig viel Schaden. Dafür brauchen wir natürlich auch Munition, ne? Hat er Munition für die Wolfsbane? Ich glaube nicht. Was ist das denn hier? Okay. Mine. Verbesserter Griff. Egal. So, wir gehen jetzt erstmal los. Munition und so haben wir. Und gucken auf die Karte. Wo geht's denn längs? Hier längs. So, also es gibt ja eigentlich nur noch den Weg hier hoch zu ihm hier. Und ich denke mal, dann müssen wir hier irgendwie durchgehen. Dass wir hier so durchkommen und dann da hochkommen. Behaupte ich mal. Wir testen es mal. So. Wir müssen natürlich hier irgendwie. Ach, guck mal, Rose wartet. Okay, er zeigt uns schon den Weg an hier mit den großen Schildern. Da hast du wieder Dimitrescus Schloss. Alter, hier laufen irgendwelche Ziegen rum. Die lassen wir mal stehen. Brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt dahin, wo wir hin sollen. Hier können wir wahrscheinlich aufschließen mit unserem Sechskantschlüssel. Jetzt. Das machen wir. Und dann geht's da rein. Good luck. Können wir noch hier links gehen? Tatsächlich, was steht denn hier? Gar nichts. Otto Sägewerk? Guck mal, gibt's Kieser. Guck mal, geht's auch noch irgendwo hier hin? Oh, das ist ein schönes Sägewerk. Na, guck mal, hier gibt's. Da ist ein Fluss. Gehen wir hier mal hoch. Na klar, ist die zu. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Gut, dann gehen wir mal hier runter. Können wir da rüber gehen, oder? Ach so, das ist gar nicht tief. Ich dachte, das Ding wäre tief. Hier ist noch, oh, hier ist Munition, oh, hier auch Fässer mit Dynamit. Das lässt ja eigentlich nur einen Schluss zu, dass es hier irgendwie einen Kampf gibt oder so, ich weiß nicht. Dann gehen wir hier unten rein, ist da irgendwas? Na, guck mal, eine Ziege, das ist schon mal nicht schlecht. Hm? Doch nicht. Ich dachte, ich hätte gedacht, hier gibt es eine Ziege oder sowas. Aber die gibt es anscheinend nicht, na gut. Dann lassen wir hier reingehen. Ah, hier waren wir noch nicht, oder? Oh, guck mal hier. Nee. So. Ja, dumme Sau. Ja, lass mir die Sau ruhig da ruhig rumlaufen. Kann uns ja egal sein. So, hier gibt's was. Was gibt's denn hier? Blindenmunition. Eine Mine. Wow, das ist mal viel. Hier geht's rein. Hier drin gibt's vielleicht Otto. Oh Gott, das hat hier aber nicht so. Okay. Hier, Otto mag Menschen. Oh, da hinten ist schon jemand. Eieieiei. Der sieht aus, das sieht aus wie ein kleiner Boss, würde ich behaupten. Ich glaube mal nach. Da ist wieder ein Fass. Oh, ich glaube, vielleicht müssen wir ihn rausblocken, damit wir ihn draußen killen können. Da draußen waren auch Fässer. Sollen wir ihn einfach mal abschießen? Wir testen es mal. Ah, warte. Ich habe irgendwas haut da ein da. Ich
Okay. Da ist ein Fass. Oh! Eieiei, der haut aber auch zu gleich, was? Warte, wir haben doch diese Minen. Vielleicht können wir die Minen legen. Komm her, gebe die Mine. Oh, das stört ihn gar nicht. Jetzt gehen wir hier hoch. Oh mein Zirn, fett hier. Oh. Wo ist dieses Fliegeteil, Alter? Was hier? Alter, diese Viecher nerven mich ja überhaupt nicht. Oh! Das hat die wie getan, glaube ich. Oder auch nicht. Aber kommst du? Alter, wie hart größer denn bitte da? Oh, weg, weg, weg! Oh! Alter, was ist der für ein Typ? Der macht voll alle. Oh! Wieder wegmachen hier. Wow! Oh, ich bin ja schon fast tot, sehe ich gerade. Naja, fast tot und fast tot, ne? Lauf! Weg hier. Runter. Eieieiei. Okay, der ist schon ein bisschen... Der ist nicht ganz ohne. Komm ich zu? Warte mal. Können wir noch eine Mine legen? Geht er noch? Okay. Der mag es irgendwie hart. Ich hab noch mehr Minen. Alter, der interessiert die Minen gar nicht anscheinend. Aber er kommt immer dichter. Alter, was ist denn so hart? Okay, das geht nicht.
Ah, er ist gekillt. Eieiei, Alter. Was für ein fieser Typ ist er denn gewesen? Ah, guck mal. Kristallriesen. Das Viech. Schnauze, ey. Ich glaube, es hat sich jemand gelegt. Alter, lebt immer noch? Okay, also der war schon gemein, aber wir haben ihn gekriegt. Okay, da gab es noch Feuergeschosse. Dafür müssen wir die andere Waffe natürlich nochmal holen. Machen wir noch. So, hier noch mehr Munition. Wir müssen rumgehen hier. Ich habe da irgendwas vergessen einzusammeln, glaube ich. Na, hier haben wir alles mitgenommen. Ah, ich glaube, wir haben alles mitgenommen hier, oder? Ah, der war schon nicht ohne. Ein cooler Gegner. Hier können wir rein. Ach, warte mal. Können wir da mal? Okay, also kommt der nächste harte Gegner hier drin. Nee. Ach, hier gibt's Fleisch. Ausverkauf von Fleisch. Perfekt. Und was hier? Kräuter oder was? Guck ihn dir an, er hat hier richtig ein schönes Lager. Ja, Fisch gibt's ja auch. Und hier nochmal schon Fleisch. Was liegt hier denn? Heute kommt der lustige Kaufmann wieder vorbei. Es gibt mir immer alte Zeitungen. Ich weiß, Miranda hat sie uns verboten. Aber die Welt draußen ist so faszinierend. Letztes Mal stand etwas besonders Interessantes drin. Ein Artikel über eine Pharmafirma oder so. Ich kann mich nicht an den Namen erinnern. Aber das Logo kam mir irgendwie bekannt vor. Umbrella? Es war das gleiche Symbol wie auf dem Kelch des Giganten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch auf dem Wandgemälde in der Höhle gesehen habe. Es ist ziemlich speziell, sieht aus wie ein Schirm von oben. Was macht also das Zeichen einer fremden Firma hier? Hat es vielleicht was mit dem Mann zu tun, der vor ein paar Jahren mal hier lebte? Ach, was? Ich denke mich da bloß in was rein. Okay. So, wir haben aber richtig viel einsammeln können hier. Vielleicht sollen wir nochmal ganz kurz... Huch, ist hier noch? Vater Nikolaus Engel. Oh, nehmen wir mit. Hier gibt's auch noch was. Schießpulver. Okay, mehr ist hier aber nicht. Ach, das ist bestimmt die Tür, genau. Wo wir gerade eben... So, dann können wir jetzt nach Hause gehen. Huch, da hinten kommt jemand. Oh, fuck! Oh, nee. Oh, schnell! Alter! Ganze Munition verballert hier. War mir auch jetzt aber komplett egal. So. Noch mehr? Ich glaube nicht. Kommen natürlich irgendwie Affen hier an, ne? Ja, dafür hätte ich es gut gebrauchen können. So, wir haben alle was verloren hier. Wir gehen einmal zurück zum... Also hier geht es auf jeden Fall hin zu Heisenberg, aber ich muss einmal zurück zu ihm hier. Wir müssen uns ein bisschen aufbrezeln nochmal. Uns fehlen ein paar Sachen. Munition und so ein Kram, ne? Vielleicht können wir noch ein bisschen was kaufen beim Duke. Der ist eigentlich mal ganz nett zu uns. Oh, du blöde Ziege. So, hier geht's hoch, ne? Duke. Das ist ja der fette Quarztyp, ey. Hallöchen. Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. So, guck mal, Verkauf. Guck mal, kristallener Schädel, kristalline Riesenachs und hier, Nikolaus Engel. Okay, das verkaufen wir einfach jetzt. Davon willst du dich trennen? Nein, ich kaufe es dir gerne ab. Okay, vielleicht war es dumm, sich davon zu trennen. Na gut, jetzt zu spät. Gut,
Gucken wir, ob wir ein bisschen was zu essen machen können. Ich glaube, wir haben nichts von denen. Man braucht dafür, ne? Guck mal, die Belohnung, maximale Gesundheit steigt beträchtlich. Der beim Locken der Chance sinkt beträchtlich. Fischgiftige Belohnung. Die maximale Gesundheit steigt geringfügig. Also, vielleicht sollten wir vielleicht ein bisschen behalten. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. So, pass mal auf. Warte mal ganz kurz. Wo war denn nochmal die andere Waffe, die wir holen wollten? Mal sehen, was du auf deiner Reise so alles findest. War das hier? Die Waffe haben wir noch. Die können wir doch noch holen, die Waffe. Das war ja nicht so weit weg. Und welchen Weg müssen wir da gehen? Den oder den? Ich weiß es nicht mehr. Die haben wir beim letzten Mal ja liegen gelassen. Ich soll die schnell nochmal holen. Ich weiß nicht, welcher Weg das ist. Wir gehen, versuchen mal diesen Weg. Wenn es der andere Weg war, dann ist es so. Mach es trotzdem mal kurz. Ah, das war hier drin, ne? Ich konnte die, glaube ich, nicht mitnehmen, weil ich dafür kein Dings hatte. Aber jetzt haben wir das, indem wir hier ein bisschen was umstellen. Ja, warte mal. Zack. Wunderbar. Die wollen wir natürlich nicht nutzen. Aber jetzt haben wir die auf jeden Fall. Das war schon mal gar nicht so schlecht. So, einmal zurück. Dann müssen wir doch mal zum Duke. Ich muss einmal noch kurz Munition kaufen. Und dann geht es Richtung Heisenberg, würde ich behaupten. So, also viel Munition kann ich natürlich nicht beim Kaufen, aber so ein bisschen vielleicht. Stets zu Diensten. Eine interessante Wahl. Gut. Der Rückstoß ist mir eigentlich total egal. Muss ich zugeben. Die Sicherstellung von. Mal kurz zu meinen Waffen gucken. Auf Wiedersehen. Diese Waffe nutzen wir eigentlich kaum, ne? So ein bisschen. Na gut. Ich kann noch ein bisschen was herstellen. Ah. Gut, also ein bisschen was herstellen konnten wir. Und jetzt speichern wir noch einmal. Das macht am meisten Sinn. Und dann gehen wir ab zu Heisenberg jetzt. Hoffe ich zumindest. Ja, nicht, dass wir noch an so einem Sägewerk vorbeikommen. Ja, das dürfte eigentlich nicht mehr passieren jetzt. So. Muss die Ziegen uns hier nicht umhauen. Obwohl, vielleicht sollen wir die schnappen einmal. Ah, Alter, hat er mich getroffen? Oh, Mist. Oh, nur dein Fleisch. Was ist hier los? Okay. War richtige Verschwendung unserer Schrotflinte, aber naja, egal. Irgendwas muss man ja machen, ne? So. Ups. Hier rein, ne? Nee, Quatsch. Bin ich richtig? Jetzt bin ich richtig, oder? Ja, ich bin doch jetzt nicht richtig. Wo bin ich? Wenn die rennt hier auch noch in die verkehrte Richtung. Der zeigt mir noch den Pfeil. Der Pfeil zeigt doch an, wo ich hin soll. Hier geht's längs. Mein Gott, ey. Bin ich schon orientierungslos hier wie so ein Goldfisch. Gut. Okay, ein bisschen Munition haben wir ja noch.
Da haben wir auf jeden Fall ordentlich Munition. Bin gespannt. Oh, ich dachte, da steht schon jemand, aber das ist nur Ekel, der im Weg hängt. Da draußen ist jemand. Okay. Ah, oh, ist das gruselig mit den ganzen Geräuschen hier. Wir gehen mal oben rum. Gibt's hier oben irgendwas? Ach, da sind ein paar Leute, okay. Ja, Kopf weggesegelt. Weiter, nimm mal mit. Ich guck alles mal kurz abforsten, nicht, dass ich irgendwas übersehe. Weil jetzt sind wir da hoch, oben links gegangen, das war natürlich Quatsch, wie man gerade sieht. Wow! Headbanger! Mann, Mann, Mann! Wie waren das jetzt alle? Ich glaube schon. Jetzt ist die Geräuschkulisse gerade weg. Okay. Ich bin ein cooler Sniper. Ich höre auch nur wilde Geräusche. Was? Ach so, ist von der Leiche wahrscheinlich, ne? Oh Gott, oh Gott. Ich bin gerade ganz angespannt hier gerade. Ich denke, hier kommt gleich immer. Kommt nur die Hyopais hoch, aber. Ich glaube, wir müssen hochgehen. Das ist eine Gittertür. Ich dachte, das wäre jetzt so eine Leiter, aber das ist nur eine Gittertür. Ah!
Oh. Oh, fuck. So. Haben wir doch weggenackt, oder? Also hier braucht man wirklich die Sniper-Waffe, weil sonst ist man echt erledigt hier. Gut, dass da unten diese Kiste noch war, dass wir nicht hier auf die Luft gejagt haben. Die kam uns ganz gut gelegen. Also dieses explosive Fass. Steht schon wieder so ein Fass. Lassen wir die letzten mal alle stehen, die Fässer. Mist. Haben wir irgendwas? Haben wir von diesem Ding hier Munition? Nee, ne? Aber wir können bestimmt uns heilen. Alter, wie viele Fässer stehen hier bitte da? Das kann ja gleich nur in die Hose gehen. Wir gehen aber nicht weiter hoch. Statt die Treppe. Ob es die bessere Wahl war, weiß ich nicht. Was ist das? Oh nein, ich hab doch geschossen. Weg. Ah! Shit. Schon. Oh, komm schon. Wow. Ah. Oh. Bastard. Waren das tatsächlich alle? Tatsächlich, wollen ich guck mal, wie viel Munition wir verballert haben. Ich guck mal, ob ich noch was bauen kann jetzt. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Und dann hier. Na, mehr können wir einfach nicht machen. Eine kleine Rohbombe bauen? So. Heieieieiei. Das sind ganz schön viele Gegner hier gewesen, muss man sagen. So, dann versuchen wir mal die nächste Tür aufzumachen. Ich hoffe, es kommen auch keine Gegner mehr, es nervt langsam. Mann, geht das langsam runter. Kommen jetzt noch Gegner? Okay. Ich würde sagen, das war schon gar nicht schlecht. Wäre ganz cool, wenn man jetzt noch speichern könnte, dann wäre es ein Highlight.
dachte, ich könnte durch die Tür irgendwas sehen, aber da ist nichts. Öffne mal das gute Portal. Da ist zumindest schon mal eine nice Schreibmaschine. Die werden wir auf jeden Fall nutzen. Wir holen mal mit und schreiben. So, jetzt hier hoch. Da ist noch eine Kiste, die müssen wir mitnehmen. Gibt es irgendwas hier? Oh, da war noch was drin. Warte. So, alles mitnehmen, damit wir schöne Sachen bauen können. Bomben oder was ich was. Hier geht's längs und das geht auch hier hoch. Okay, hier geht's nicht weiter hoch, sehe ich gerade. Na gut, gehen wir hier rein. Hab ich Bock? Nö. Das hört sich so ein bisschen wie bei Herr der Ringe hier mit diesen, wenn man in den Höhlen da unten bei den Zwergen. Das bei den muss Nest sein. Okay, da sind überall so kleine Fässer, was natürlich gut ist. Was auch nicht gut ist. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Das gibt's doch gar nicht. Geht mir alle auf den Sack. Okay. Eieiei, ey. Ganz ehrlich, hier verballert man einfach nur Munition und Munition. Ja, guck mal, ob ich noch was bauen kann hier. Mann, das war nicht so viel. Ah, gibt doch einen voller Hähne geschossen. Komm schon. Da kommen auch einfach immer mehr, man kann es nicht ändern. Muss hier mal hoch, glaube ich. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Na los, Bosse. Ich
Armes. Schnell durch. Bastard. Runter die Kamera, ist auch noch einsammeln. Alter, das ist ganz schön mies von denen hier. Okay, gucken wir, ob wir noch was bauen können. Okay, wir müssen uns wahrscheinlich erstmal heilen. Ich habe ja nichts mehr. Guck mal an, ich bin komplett blank hier. Haben sie auch absichtlich gemacht. So. Oh. Hier dürfte noch eine Schreibmaschine stehen. Das wäre einfach nur fair. Wenn wir jetzt noch drauf gehen, das ist schon blöd. Naja, einer mal heilen können wir uns noch. Aber warte mal, wir können ja. Wir können das Messer brauchen wir jetzt ja gar nicht so oft, aber wenn wir jetzt zum Beispiel. Was ist mit dem hier eigentlich zum Beispiel? Können wir den nicht benutzen mal? Haben wir keine Munition für, okay. Dann machen wir. Sind wir richtig assi? Und wir können wechseln zwischen dumm-dumm und dumm-dumm geschossen, okay. Gut. Gut, wir haben es nach oben gekämpft, um einfach wieder runter zu gehen. Das macht Sinn. Ich höre Geräusche. Jetzt hängen wir es mal hier durch. Oh, wir können auch was sehen da. Ach du Scheiße, da sind schon einige. Und sie essen und essen und essen. Oh, da krabbelt einer hoch. Uncool. Tatsächlich steht hier echt eine Schreibmaschine. Nur nebenbei. Also mitten in der Festung. Ist natürlich ganz geil für uns. Aber ist natürlich übertrieben blödsinnig, ne? So, erste Arzneihilfe nehmen wir auch mit. Gibt hier noch irgendwas? Wenn ich so sehe? Glaube nicht. Jetzt habe ich noch andere Munition gefunden hier. Ne, ne? Was ist hier eigentlich? Magnum-Munition. Magnum haben wir. Die haben wir noch, ne? Ja, die brauchen wir jetzt aber noch nicht. Was müssen wir jetzt mal machen? Wir gehen mal kurz auf diese Waffe hier, weil die müssen wir erstmal leer machen. Wo ist denn die? Ach, das sieht nach einer Falle aus, oder? Man hüpft runter und... Nicht gut. Was kommt denn da? Okay.
Okay. Oh nein, es ist daneben. Lauf! Ich habe so viel Munition, jetzt können wir die einfach auf ihn fallen. Oh! Mist. Lauf! Ein bisschen. Oh, verdammt, Axt. Das tat weh. Das tat weh. Oh, komm schon. Können wir uns heilen? Ja, was herstellen, ne? Okay. Warte mal, wir werfen mal eine Bombe auf ihn einfach. Ich habe einen eingesammelt, meine Rohbombe. Und jetzt hat er mich erwischt. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ach, komm nicht raus. Ah, ein Durch, ja. Ein Durch. Ach, komm schon. Ah, komm schon. Ich muss ihn noch kurz heilen. Oh, ich hab ihn noch erwischt. Nein, weg. Das geht so nicht, Alter. Mit dem letzten Schuss. Alter, haben wir noch den kristallinen Hammer bekommen. Jetzt mal ganz im Ernst. Das war doch echt in letzter Sekunde. Ganz ehrlich. Ich baue jeden Scheiß, den ich bauen kann. So, jetzt die Tür auch auf hier. Na super. Aber jetzt möchte ich auch gerne irgendwo speichern, damit wir da irgendwie weiterkommen. Wir können auf jeden Fall ein paar gute Sachen kaufen, aber ich dachte hier ist noch mehr, aber ist hier gar nicht.
Treffen wir den Duke jetzt nochmal? Der ist bestimmt auch hier irgendwo drin, oder? Och, kacke. Ganz ehrlich, wir haben ja überhaupt nichts mehr. Wir haben hier ein bisschen Schuss. Ja, hier haben wir noch, ein bisschen Schuss, bestimmt. So, nachladen. Okay, hier laden wir nochmal nach. Oh, dann geht's mal runter in die Katakomben, ne? Oh, was passiert jetzt? Was? Was? Oh. Du hast was drauf, Winters. Respekt. Wart's ab, Arschloch. Wenn ich dich finde, dann. Komm runter. Nicht mehr lange und du bist am Ziel. Ich helfe dir. Aber dafür musst du. Muss ich was? Komm erstmal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Verdammt. Na gut. Die Flakons zum Altar bringen, ja, das kriegen wir hin. Ja, Gegner? Ich hoffe nicht. Den nur mit den Teller. Dafür kriegen wir bestimmt was. Ach Quatsch. Und wo wieder? Kommt bestimmt ein Hai gleich wieder oder so. Kack. Huch. Na? Ich habe Angst, dass da irgendwas passiert gleich. Aber ich glaube, passiert nichts. Ja, ich habe doch... Dreht dieses Boot hier sich. Aussteigen. Aussteigen, meine ich. So, gucken wir mal. Da geht's hoch. Da geht's runter. Geh nochmal runter, guck, was unten ist. Ja. Eine Folterkammer hier. Munition. Chemikalien. Ein Foto eines Geisterfallen-Dingsbums. Was denn? Notizen zu Kadu-Implantationen. Merkmale 21 männlich Silberschmied, Narben von der Lungenentzündung. Geringe Kompatibilität, Kadu konnte nicht wachsen. Weibliche, tot. Vererbte Blutkrankheit. Sehr gute Kompatibilität, keine Wandlung, kann ihren Körper nach Belieben verändern. Maßnahmen zur Weidungskontrolle, implantiert und zur Beobachtung entsandt. Okay. Gut, dass wir nochmal hier runtergegangen sind. Da gab es zumindest noch ein bisschen was. Zum Einsammeln. Gut, dann geht's wieder hoch. Ja, was war? Mann. Hätte ja auch so einfach sein können. Einfach nicht da runtergehen, ne? Ach, egal. Wir gehen jetzt hier hoch. Und dann hoffe ich, dass wir draußen sind. Hallöchen. Okay, warte mal. Geflügelfleisch mögen wir sehr. Nimm auch mit. So. Da kommen wir schon gleich raus.
aus. Aber hier. Ist noch irgendwas? Da. Okay. Ich denke mal, wenn man die alle schafft, kriegt man bestimmt irgendeine Bonussache, aber alle haben wir ja noch nicht. Zack. Ach, sind wir ganz hier vor? Okay. Müssen wir hier langs gehen. Hat der gerade geschrien. Ein uncooles Tier. So, wir müssen schnell zurück zum Duke. Und setzen die Scheiße da oben ein. Das letzte Flakon-Ding. Oh, und dann haben wir es geschafft. Also nichts mit Heisenberg heute, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ich bin hocherfreut, dich lebend wiederzusehen. Wollen wir stecken uns als erstes rein. Los. So, wir haben noch zwei Flakons. Den Torso. Sehr gut. Und die Arme. So ist unser Baby komplett. Glaube ich. Vielleicht hat er mich nicht gesehen. Was? Okay, das machen wir gleich. Einmal ganz kurz mit ihm. Also erstmal mit ihm reden kurz. Willkommen, Ethan. Moin. Du kaufst doch bestimmt Sachen an, ne? Guck mal hier, ich habe so einen großen Kristallschädel, zwei kleine, einen perfekten Kristallinschädel, einen Kristallinhammer. Ich habe noch einen kleinen Teller gefunden. Das Ganze kannst du haben. Aha! So, und dann möchten wir auch was haben. Und zwar, ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Was denn für Waren? Die haben wir doch alle schon gehabt. Okay, machen wir den Rückstoß und können wir ruhig. Dafür hast du keinen Platz. Wie bitte? Okay. Kann ich leider aber auch nicht umbauen, gerade, dass ich Platz bekomme. Dann müssen wir es anders machen. Hm. Warte mal, noch was anderes. Schönen Tag. Bam, bam, bam. Wie können wir das denn ändern hier? Ist ja auch blöd. Können wir nicht. Aber wir können hier. Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. Guck mal, wenn du ankaufst. Vielleicht kaufst du auch irgendwas an von mir, was ich nicht mehr brauche. Guck mal hier, wir brauchen auf jeden Fall. Die Wolfsbane wollen wir behalten. Das Ding behalten wir auch. Die behalten wir auch. Guck mal, das Ding brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Benutzen wir ja nie. Mehr. So was nenne ich ein durchschlagendes Verkaufsargument. Guck mal, jetzt kann man eine neue kaufen wieder bei ihm. Wie geil ist das denn? Wusste ich doch, dass dich das... Da, was ist das hier? Die Reichweite erhöhen ist auch nicht schlecht. Aha. So. Zu hungern. Ich hab jetzt Angst, dass ich gerade Schwachsinn gekauft habe. Bis nächstes Mal. Was war das denn, ne? Gerade die Waffe, die ich verkauft habe, dafür habe ich das Teil gekauft. Wie dumm war das denn? Oder? Auch richtig bescheuert. Na gut. Darauf gehen wir mal reinziehen. Yeah. So macht man miese Geschäfte. Los, kauf mir mal dieses Ding ab, was ich da habe. Den verbesserten Kolben. Kannst du wieder haben. Wie heißt es doch so schön? Klein Vieh macht auch Mist. Ja, war dumm von mir. Gut. In der Werkstatt können wir da noch irgendwas machen? Kommen die Magazingröße vergrößern wir auch nochmal hier. Aha. Das ist ja nichts. Moment bitte. Überlass das mir.
So, Mama. Hier im Vergrößerung. Moment, bitte. So. Die eine kleine Waffe kann man eigentlich tierisch verkaufen. Zu hungern heißt zu leben. Ja, die Lemmy, die brauchen wir doch gar nicht mehr. So, dann haben wir wieder ein bisschen Platz drin. Ein gut. Das Geschäft. Speichern wir. Das muss ich schon sagen. Und beim nächsten Mal folgen wir diesem Weg. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.